schon nee, das am Anfang der Folge, das tut gut. Ja, laufen Sie im Quatsch. Das baut auf. Ja, nee, ich weiß auch nicht. Warum frage ich sowas? Ja. Keine Ahnung. Ich dachte, wir werden schon merken, wenn es vorbei ist. Ja, hast du viel gedacht. Denk nicht zu viel. Grundsatzdiskussion in Borderlands 2, ja. Ich habe hier noch meinen Skillpunkt zu verteilen. Ja, ich habe mir überlegt, wann ich was sage, aber... Das Wort, du hast zu wenig gesagt, das ist das Thema, dann weiß man eigentlich relativ sicher, dass gemerkt. Du die Aufnahmetaste gedrückt hast. Ich muss mich wahrscheinlich irgendwie noch geschickter anstellen. Ich muss selber noch ein bisschen... Ich bin gleich da, Soldat. Ich klettere zur Rückseite des Controller-Kerns hoch. Ja, mach die Spitze, wir sind schon fertig, du Trottel. Was zur Zeit. Ich geh erstmal einkaufen. Mal ein bisschen. Ah ja, das ist gar keine so dumme Idee. Ich habe ja von der Lootpracht am Ende letzter Folge gar nicht so wirklich was mitbekommen, weil ich irgendwie abseits stand. Lootpracht? Ich habe da nichts gesehen. Naja. Da ist nichts runtergekommen. Und ich stelle keine Fragen. Ich habe hier aber eine Rifle, die brauche ich nicht. Also ich habe nichts gegen Rifles. Ich lasse mal fallen. Was? Nutze ich denn Rifles? Mal gucken. Ja, witzigerweise tue ich das. Und die ist in allen Belangen besser. Also wenn, Kevin, wenn du sie nicht möchtest. Ja. Ach, meinetwegen, nimm sie ruhig. Ich probiere sie mal. Also das einzige schlechte ist die Magazingröße. Die hat halt nur eine von 16 und mein jetziges hat eine von 202. 200? Ja. Ich habe lange schon keine Combat Rifle mehr gehabt. Was hast denn du für eine Plasma gerade drin, Matze? Ich habe irgendwie Max Gesundheit für euch alle und zwar plus 120. Achso, na dann kann ich die hier verkaufen. Willkommen in Dr. Setz, tragbare die macht nur Magazingröße und Feuerrate. Ja, ist grundsätzlich auch nicht schlecht, aber das hilft euch ja nichts. Schönen Ausblick auf die liebevoll gestalteten Gebiete und die relativ unspektakulären Texturplatzhalter dahinter. Na gut. Hier hinten ist keiner da. Ach nee. Was? Keiner da? Oh. Oh nee, das ist ein Strich. Das ist ein Wo ganz ist denn mein Stift? Komm. Verdammt. Doch, das ist ein Strich. Nein! Wieso nicht? Ich hab jetzt meinen Stift denn? Nicht zur Hand, aber erinnert mich dann mal dran. Gorki, Mensch, nein. Robert, das der 14. Ist abgestimmt, das ist ein Strich, Robert. Das ist unfair. Nee, das ist ein Strich. Das ist ein Strich. Liebe Zuschauer, wenn ihr auch findet, dass das unfair ist, dann schreibt das in die Kommentare so. Aber schreibt keiner nicht unfair, wenn ihr gar nicht wisst, warum es Striche gibt. Nein, schreibt das einfach. Schreibt einfach unfair. Das Passwort lautet, ich liebe dich. Ich hoffe, dass der Modulator funktioniert, sonst war das alles umsonst. Ja, Robert, rutsch mal, Stiegel. Ich mach das mal. Ist zu wenig Blatt im... Ich liebe dich. Komm nicht wahr drüber. Tja, machen wir da. Ach, der Tür geht eh auf. Letzte Warnung. Nein, nimm es als meine letzte Warnung, Kea. Aha. Und nu? Und jeder Mensch in Sanctuary kann im Sterben zusehen, wie ich ihm seine Lunge aus dem Leib reiße. Das ist auch ja, böse. Das klingt doch auf fair. Matze? Matze bleibt oben stehen. Ich mach das ganz bewusst, weil ich nämlich übelst drauf stehe, weil der fährt so weit runter. Nicht aufladen. Da will ich springen. Man braucht einen Katalysator. Etwas, das seine Kraft erweckt. Man braucht eine Sirene. Jack hat sich seinen Sirenenkatalysator vor langer Zeit gesichert. Er versteckte sie jahrelang vor der ganzen Welt. Aber endlich kannst du sie befreien. Ja, in der Zwischenzeit, bis der Aufzug unten ist, Sagen die Bescheid. Erkläre ich dir mal, was, erkläre ich nochmal was, warum wir die Striche vergeben. Die Striche gibt's bei uns immer dann, wenn irgendeiner von uns einen total blöden Witz macht. Dass du dich näherst. Beeil dich und stoße zu Kannst mir. Springen. Du musst den Kammerschlüssel holen und mich ausschalten. Geil. Stehe ich drauf, ist ein Scheiß. Also nicht irgendwie einen tatsächlich witzigen Witz, sondern sowas wie, da hinten liegt Kanada. Was? Da ist keiner da? Genau solche Witze. Für solche Sachen gibt's Striche. Obwohl ich finde, die werden undemokratisch verteilt. Das kann ja nicht sein, weil es steht ja immer, es gibt ja immer drei Leute, damit haben wir immer eine Mehrheitsabstimmung. Beide sind immer gegen mich. Na, weil du immer die dummen Sprüche bringst, das ist das Problem. Gar nicht wahr. Warte mal bitte kurz, Robert. Entschuldigung. Ich wollte noch einen kurzen Story-Einwurf machen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das alle mitgekriegt haben und ob das auch mitgekriegt hat. Das ist ganz gut, wenn du das einwirfst.
Es ging ja jetzt darum, dass wir zu der Angel vorstoßen, die witzigerweise ja eine Sirene ist, so wie ich. Und somit die Kammer mit antreibt, beziehungsweise auflädt. Bam, bam, bam. Ich glaube, das kommt aber noch raus, lieber Kevin. Das hast du jetzt gespoilert. Nee, das hat die gerade gesagt. Na, er hat nur gesagt, dass er sich eine Sirene geholt hat, aber nicht, dass es Angel ist. Und sie hat dann hinterher gesagt, ihr sollen kommen, um sie auszuschalten. Die Sirene. Na gut, ich hab okay. Nicht gespoilert, keine Sorge. Alles klar. Na, dann wollen wir mal nicht so sein. Hast du gedacht, hey. So. Grad so hast umgerissen. Dich gut bloß gut rausreden können. Nee, aber ich bin mir nie ganz sicher, ob das wirklich nochmal kommt. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Ui. Der Schlüssel ist hier. Aber hässlich. Um zu verhindern, dass Jack den Krieger erweckt, reicht es nicht, den Kammerschlüssel zu stehlen. Du musst auch seinen Katalysator zerstören. Du musst mich. Oh, nö. Echt jetzt? Zerstören. Alles klar, Marsch kaputt. Pumpte mich jahrelang mit Iridium voll und benutzte mich, um den Schlüssel aufzuladen und seine Gegner zu manipulieren. Werden die Iridium-Injektoren zerstört, die mich am Leben halten, wird der Schlüssel nicht weiter aufgeladen und eine lebenslange Knechtschaft endet. Also... Weg von meiner Tochter, verdammt! Weg, Bosse! Das finde ich nicht okay, da hat ihn immer ausreden lassen. Ist echt so, ne? Ich halte dich auf, du Verdammter! Na? Guter Papa. Keine Kraftausdrücke. Die Iridium-Injektoren. Zerstöre sie! Okay, Problem. Das ist ja ein Einzelschussgewehr. Nee, Robert, dein Gewehr gefällt mir leider gar nicht. Ich versuche die Injektoren freizulegen. Sorry. Warte. Kein Problem. Ich verzeih dir. Ach, halt die Klappe, ey. Na gut, dann komm halt. Der Feigling würde nie noch gar nichts, weil es noch nicht getriggert ist. It's all about the trigger, Robert. Ah. Ja, genau. Ich habe irgendwie keine gescheite Waffe für die Viecher. Ach komm, du hast gerade Gewehr mit 600 Damage, mein... Ja, das ist ein Einzelschuss, das ist eigentlich nicht sehr hilfreich. Ja, trotzdem. Munition ist zu dir unterwegs. Oh, hoppla. Los! Aber mein Sniper scheint tatsächlich hilfreich zu sein. Wenn ich es nicht nachladen muss. Ach, das war dein Deathtrap, Entschuldigung. Ja, entschuldige ich bei ihm. Hab ich doch! Vielen Dank! Ey, Respekt für den Robot! Ich fühle mich irgendwie mit meinem Sniper hier deplatziert, aber es ist das Einzige, was gegen die Robos hilft. Mehr oder weniger. Leg dich nicht mit mir an! Immer die Nachladerei, ey. Was war da denn los? Hey! Hier oben! Brauchst du Hilfe? Immer! Ne Mensch, du Droland! Ach, da hier kommt er ja! Du musst die Schilde um meine Iridium-Injektoren deaktivieren. Genau, press the button. Hab ich was verpasst, oder? Das ist Angel eine Sirene! Ich meinte sofort! Hey, genau, press the button hier. Und hat er einen kaputt gemacht? Nee, der zockt erstmal noch eine Runde. Hier, Munitionsnachschub! Oh! Kevin? Ich hab's. Danke. Ah, Granate. Ah, Kevin. Das ist seine Masche. Er will
Und Kevin, Kevin will uns hier in diesem epischen Fight also nicht unterstützen. Na super. Kevin hat sich also entschieden, scheiß Internet zu haben. Da müssen wir aber jetzt aufpassen, dass wir nicht zu weit gehen, oder? Meinst du jetzt mit Kevin Dissen, wenn er nicht da ist, oder mit der Story? Nee, ich meine mit Fortschritt hier. Ja, naja, ich hoffe, er kommt gleich wieder. Aber wir können jetzt nicht einfach aufhören zu schießen, ne? Sterben wir ja. Wir können Runden laufen. Schießt auf den Injektor! Ja, das klingt spannend. Aber wir können einfach nicht auf den Injektor schießen. Okay, das ist eine gute Idee. Dann ist Kevin, wenn er zurückkommt, genauso weit wie wir. Und wenn ihr jetzt viel Pech habt, liebe Freunde, müssen wir das jetzt eine ganze Folge lang machen. Das wäre natürlich unschön. Ah, geht kaputt! Dann müssen wir nach der Folge mal schauen. Aber aus dem TS ausgetimt ist er noch nicht, oder? Doch. Ach doch. User in your channel timed out. Dann habe ich es noch gar nicht bekommen. Aber Kevin ist jetzt zumindest bei Steam gerade wieder online. Ach ja, jetzt ist ja Kevin nicht mehr da zum, Krieg ich. Bleib weg. Ist okay. Ich war einmal da, da habe ich gedacht, was soll der Geiz. Da können wir jetzt natürlich ein bisschen leveln. Bisschen was? Lecken? Leveln. Ach, leveln, ja. Ah, da können wir jetzt ein bisschen lecken, ja. So, da bin ich wieder. WB, Kevin, wir haben extra die Story nicht vorangetrieben, damit du nicht zurückfällst. Haben nur die Injektoren schon kaputt gemacht. Genau, und den schon zerstört und dann sind wir wieder raus und sind jetzt wieder in Sanctuary und haben gerade die Story abgeschlossen. Ja, ist doch cool. Ich wollte sowieso nicht dabei sein. Das ist schön. Aber wir dachten, da du das ja eh schon alles kennst. Ja, ist jetzt zwar ein bisschen unprofessionell, wenn ich dann gerade, wenn es wichtig wird, nicht da bin, aber nicht. Ich weiß aus sicherer Informationsquelle, dass die Zuschauer dich gar nicht wollen. Ach so. Okay. Ja, ja, dann. Da gab eine Umfrage unter mir. Nein, Kevin, wir möchten dich unbedingt dabei haben, deswegen sind wir natürlich nach wie vor hier unten. Munition! Brauche ich nicht. Wie könnten wir nur ohne dich? Ich will ja nicht doch unser sagen, helles Licht. Aber ihr müsst jetzt ohne mich. Wieso? Warum? Weil ich nicht mehr durchkomme. Echt nicht? Na gut, aber zumindest kriegst du dann die gleichen, den gleichen Story-Fortschritt wie wir. Ja, aber ich kann euch nicht mehr helfen. Das ist nicht so schlimm. Also, das ist natürlich jetzt draußen, okay. Gewissermaßen tragisch, aber es ist deswegen, denke ich, nicht unschaffbar. So, Roland, was machst denn du? Ach, du kletterst hier hoch. Warum kann ich denn das nicht? Ja, weil Roland halt ein scheiß Assassine ist. Ach, Quark, nee. Roland ist ein Soldat. Echt so? Was weißt du eigentlich? So, das macht sonst nur Campino bei Toten Hosen Konzert, oder? Ja, das ist das Campino Pendant in Borderlands. Ah ja. Ist so. Roland, der Campino. Borderlands. Ich weiß nicht, was heißt denn, wie heißt denn Roland mit Nachnamen? Müller? Müller. Miff? Ja, wenn er keinen Namen hat, heißt er jetzt Bummelfitz. Bummelfitz, das auch schön. Ne? Roland Bummelfitz. Das ist gut. Mama Matze. Mensch. Ja, nee, ich kann bedauerlicherweise nicht helfen. Ich bin selber in der Patrouille. Kann natürlich sein, dass wir vielleicht das Level nochmal spielen müssen. Nein, ich bin noch da. Ich bin noch da. Verrecke nicht, Robert, bleib bei mir. Ah, ich bin da. Also in Warframe geht das Wiederbeleben irgendwie schneller. Das bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, aber... Doch, ein bisschen gefühlt schon, ja. Und dann vor allen Dingen ist halt der Vorteil, wenn du aufhörst, bleibt die Wiederbelebung oft an der Stelle stehen, wo du aufgehört hast, und fängt nicht von vorne an. Stimmt, ja. Ich weiß, das ist alles metaphorisch und so. Ah, das Zimmer hat mehr als vier Wände hier. Oh, was haben wir denn hier? Sniper Moon, Mensch, da hat jemand begriffen, was ich brauche. Was machst du jetzt eigentlich, Kevin, hier so draußen vor der Tür? Nix. Zum Glück bist du nicht der, der die Aufnahme nimmt, macht. Das wäre unspektakulär, ja. Oh, der liegt frei.
Super, ich stand runter. Ich warte halt, bis ihr fertig seid. Lilith, was soll das? Du sollst doch nicht hierher kommen. Ah! Ja, ich hab nicht auf dich gehört. Wer ist ein Firehawk? Ach so, Firehawk. Hat er nicht gerade gesagt, Lilith? Nee, da steht aber Firehawk. Robert, hast du das Spiel mit uns überhaupt mitgespielt? Nee. Also Robert, wir wissen doch, Robert ist nicht so storyversiert, der will eigentlich nur töten. Ja, richtig. Ihr habt das erfasst. Ja, dafür muss man jetzt ja auch kein Psychoanalytiker sein. Und da ging es um den Firehawk, der von gewissen Banditen angebetet wurde. Das habe ich nicht verstanden. Und da ist es hat sich herausgestellt, dass Firehawk in Wahrheit Lilith ist. Oh, Spoiler. Genau. Ich finde die Funktion, die Kevin hier einnimmt, gerade ganz gut, dass er nochmal so ein bisschen die Story-Revue passieren lässt. Ja, genau. Für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben. Also Robert. Nur Robert. Ja, alle anderen haben es mitgekriegt. Echt so, ne? Ja, alle anderen waren gescheit genug, uns zuzugucken. So Robert, warum sind wir eigentlich jetzt hier in dem Spiel? Bleib wachsam. Was spielen wir überhaupt? Wie klug. Euro Truck Simulator. 2004. Mindestens. Ah, ohne HL. Übler Loader! Yo! Bitches! Ui! Der ist genau auf meinem Kopf gespawnt, das ist doof. Und findest du das cool? Das ist das Leben, wie dein Charakter ist, kein Wunder. Naja, wie gesagt. Kevin kann ja einen Schwank aus der Jugend erzählen. Nee, nee. Um die Schießerei zu überbrücken und auch ein bisschen teilzuhaben an diesen Ereignissen, die hier drin gerade so vonstatten gehen. Genau. Genau, man muss nämlich auch die Untätigkeit schätzen, wissen. Schätzen, wahr? Das sind ja echt Nulpen. Nulpen? Ja, aber erstmal hier, dass man mal... Ah! Die Badass-Loader. Also ich kann mich erinnern, dass mich so ein Warloader schon einige Mal das Leben gekostet hat. Ich zersäge die aus, ja. Ach so. Schrei nicht so rum, ich bin nicht taub. Genau. Jetzt ist Schluss. Und dann ist aber gut. Buja. Ah, die Tür geht auf. Und jetzt muss man die Tür. So, ich hab geregelt. Cool, oder? Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ich will den Schlüssel. Meine. Geht's gut? Meine. Dad, ich muss dir was sagen. Baba. Ach, da sitzt sie. Du bist ein Arschloch. Angel? Nein, Angel! Tragisch. Was für ein Schöne Mensch tut so etwas seiner eigenen Tochter an? So ist einer hat den Tod verdient. Wow. Ich will den Schlüssel haben, der liegt doch hier. Oh, hoppla. Wie viel kann der denn wert sein? So, Roland, höre zu. Kapitel 15, Engel und Narren, Teil 2. Beginnt mit einer Cutscene. Oder endet, ich weiß es nicht. Sie ist tot. Ach, wirklich? Jetzt hat Jack keine Chance mehr, den Krieger zu wecken. Wir haben den Kammerschlüssel, aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssen Jack finden und ihn erledigen. Lilith, bring den Kammerschlüssel zu Tennis. Ich übernehme Jack. Roland! Fuck. Du Dreckskerl, ich werde... Vorsicht. Wie geht der Spruch? Kämpfe niemals gegen einen, der nichts mehr zu verlieren hat. Ich werde dir zeigen, wie viel du noch zu verlieren hast. Und ich habe die mächtigste Sirene des Planeten, um das zu tun. Dieser Diss gegen Kevin. Gerrit, töte den Kammerjäger. Wir haben noch ein Date mit dem Krieger. Tu es, Lilith. Nein! Was ist passiert? Was zum Henker ist passiert? Bin ich. Splatwing, und jetzt das? Kammerjäger. Wir treffen uns in Sanctuary. Wir müssen Lilith zurückholen. Wo sind wir jetzt gelandet? Oh, Waffenkiste. Ja. Das Matter, Loot. Wo wir das aber machen... Brauche ich nicht. Du willst jetzt unseren Loot-Drang zurückhalten, indem du sagst, die Folge ist vorbei. Genau. Nee. Ich will nicht unseren Loot-Drang, sondern unseren Story-Drang zurückhalten. Ui.
Oh nein! Das wird nicht funktionieren, Kevin. Die Kisten müssen wir jetzt noch leer räumen. Das haben wir jetzt einmal angefangen. Na gut. Dann, wenn wir raus sind, dann. Es ist aber eigentlich gar nichts Besonderes drin. Ach Quark, du findest noch nichts Besonderes. Nur grüne Waffen. Ich hab eine lila Granatmod, die muss ich mir dann trotzdem mal in Ruhe angucken. Achso. Und Mats hat doch wirklich das einzig lila erwischt. So. Ah, und noch nicht genug Skillpunkte für einen Aufstieg. Du meinst Erfahrung? Ja, meine ich ja, Skillpunkte. Ach nee, einen Skillpunkt kriegst du ja, Entschuldigung. Ach Robert, du musst dich mit der Lied-Syntax hier des Spiels noch vertraut machen. Na gut, dafür haben wir jetzt eine kurze Folgenpause, da kann Robert versuchen zu verstehen, was wir eigentlich die ganze Zeit reden. Und ihr könnt euch dann hoffentlich auf die nächste Folge freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.